Ja, hallo, lieber Michael, hallo, liebe Leute. Heute sprechen wir mal an, komm ein bisschen näher hier. Ich weiß nicht, ist okay. Also nochmal, okay, cut. Ja, hallo, liebe Leute. Hallo, lieber Michael, heute sprechen wir mal an die verflixten 7, ja, also 7 Punkte, die Jungunternehmer, IT-Gründer, Freelancer, Leute, die noch angestellt sind, oder Solopreneure scheitern lassen, letztendlich eine vernünftige, echte Firma aufzubauen, bedeutet, du hast natürlich Mitarbeiter, das ist ja das, was ein Unternehmer von einem Freelancer unterscheidet. Ja, also es gibt, ich glaube, Hunderttausende oder vielleicht sogar Millionen von Freelancern in Deutschland, aber es gibt eben nur einen ganz kleinen Bruchteil davon, die es dann geschafft haben, eben zu skalieren. Und das bedeutet im Klartext, du brauchst auf irgendeine Art und Weise immer Mitarbeiter. Ja, selbst wenn du dich dazu entscheiden solltest, wie wir in unserem Skalierungstraining, das verlinken wir dir auch nochmal gerne, ja, ausführlich auch beibringen Leuten, ist, dass letztendlich du hast diese zwei, eigentlich gibt es drei Möglichkeiten. Es gibt natürlich auch Möglichkeiten, dass du Paketformen anwendest, die du im Markt platzierst. Das heißt, dass du dein eigenes Produkt hast, dass du deine Entwickler hast, das heißt, also letztendlich und dann noch Schulungen machst und so weiter, aber ganz am Anfang sollst du dich auf eine Sache konzentrieren, da Cashflow aufbauen und dann kannst du natürlich wachsen und größere Dienstleister haben immer ein größeren Potpourri häufig, ja, und so weiter. Aber ganz am Anfang ist wichtig, dass du dich darauf konzentrierst. Und viele wissen, okay, ich entscheide mich jetzt entweder für Commodity, das heißt, ich verkaufe andere, also Dienstleistungen im Sinne von, ja, ich stelle Leute ein und verkaufe die eben weiter, ja, im Sinne von eines Dienstleisters. Die andere Möglichkeit wäre, ein Produkt zu erstellen, aber auch da brauchst du dann Leute, ne, die im Support helfen, was auch immer, in der Entwicklung und so weiter. Ist meiner Meinung nach auch das viel, viel fortgeschrittenere Modell. Ne, und da gibt es auch viele Träumer, die meinen, okay, sie bauen jetzt das neue SaaS-Tool, ja, revolutionieren die Welt oder lösen Microsoft ab oder irgendwie sowas. Und dann gibt es natürlich noch das andere, dass du quasi auf die Coaching-Schiene gehst, also das Schulen und so weiter. Und aber ich würde mal sagen, da kommst du auch erst wirklich, wirst du auch erst richtig wahrgenommen beziehungsweise akzeptiert im Markt oder für voll genommen oder hast auch erst wirklich Credibility, wenn du schon die anderen beiden Dinge mal zumindest ein paar Mal gemacht hast oder bis zu einem gewissen Grad erfolgreich geschafft hast. Das heißt, es bleiben letztendlich nur zwei Dinge übrig, entweder über Commodity, also über andere Leute. Du musst also Leute einstellen und gibt es eben bestimmte Herausforderungen, wenn du die Leute in Deutschland einstellen möchtest oder Österreich oder Schweiz. Beziehungsweise wenn du das Nearshoring oder Offshoring in Betracht ziehst, auch selbst dann brauchst du auch erstmal Leute sozusagen in Deutschland und all diese Themen in unserem Skalierungs-Consulting-Training ausführlichst beschrieben. Aber hier nochmal sozusagen als Aufwärmer, dieses Video werden wir auf unserem YouTube-Kanal veröffentlichen, ziehen wir jetzt mal drei Faktoren raus. Ja, also wir nehmen jetzt mal einen Überpunkt von diesen verflixten 7 Faktoren, wo einfach die wirklich 90% oder mehr sogar scheitern. Das ist auch statistisch belegt. Und das ist letztendlich der Faktor Kosten per Head. Da habe ich ja gestern schon mal auch ein Video gemacht. Hier hinten ist noch das sozusagen. Und da haben wir jetzt immer nochmal unseren Chefentwickler und von der GMP-Soft und Geschäftsführer mit einschlägigen Erfahrungen diesbezüglich. Und da holen wir uns also heute nochmal die Meinung ab vom Michael. Und zwar letztendlich grundsätzlich der erste Punkt von diesem Faktor Cost per Head, also ist letztendlich Kapital generell, das Unterschätzen des Kapitals, welches nötig ist, um überhaupt die erste Person einzustellen. Oder vielleicht brauche ich sogar zwei oder drei. Ja? Und da haben halt viele, und es ist auch total verständlich, Leute, die halt irgendwie Freelancer waren und irgendwie es sogar geschafft haben, irgendwie 10.000 im Monat zu verdienen oder 15, und davon sehr gut leben konnten, sogar vielleicht ihre ganze Familie ernähren und so weiter und so weiter. Ja, und sobald du dann aber sagst, okay, ich will jetzt eine GmbH machen, ich will jetzt Leute einstellen und so weiter, sind plötzlich 10 bis 15.000 im Monat so gut wie nichts mehr wert. Also das werden wir hier ganz kurz mal ansprechen. Ich nehme jetzt nur ganz kurz das ganze Video quasi
vorweg, also quasi ich beschreibe es nur. Dann das andere ist letztendlich das Thema grundsätzlich die Kapitalausstattung. Das zweite ist Time to Cash versus Time to Invoice. Ja. Das dritte ist dann Head, was habe ich mir notiert? Was habe ich da gesehen? Time to Invoice, Time to Online. Ja, okay, das passt. Okay, alles klar, gut. Okay, vielleicht mal einen Schritt zurück, warum dieses Thema mit Skalierung über angestellte Entwickler in Deutschland halt eine gewisse Attraktivität hat, trotz den ganzen Kostennachteilen, wo wir gleich drauf kommen. Aber als Anbieter habe ich natürlich da den Vorteil, dass es, wenn ich aus dem Freelancing komme, wenn ich schon für Firmen als Freelancer unterwegs bin, habe ich da ein Geschäftsmodell, wo ich mich eigentlich recht gut auskenne und wo ich erfolgreich drin bin. Und eigentlich eine ganz gute Voraussetzung für eine Skalierung ist ja, dass ich ein Modell habe, was funktioniert im Kleinen und ich das dann verdopple, dann habe ich letztendlich den doppelten Gewinn. Wenn ich vorher im Gewinn war, habe ich dann den doppelten Gewinn. Also insofern ist das schon nicht eine grundsätzlich falsche Herangehensweise. Ja. Ist ja nicht auch die einfachste, oder? Von der Komplexität her. Ja, also zumindest relativ risikoarm im Endeffekt. Also man hat trotzdem ein Risiko, komme ich gleich noch dazu. Aber es ist jetzt nicht so wie bei einer Produktentwicklung, wo ich erstmal das Produkt entwickle und den Markt testen muss, bevor ich dann überhaupt vielleicht mal ein bisschen Geld rausbekomme. Sondern ich habe einen relativ guten, schnellen, binären Switch ein oder aus, ob das Ganze funktioniert oder nicht. Trotzdem da halt, du hast es angesprochen schon, die Kosten pro Monat. Oder fangen wir noch einen Schritt vorher an, überhaupt mal einen entsprechenden Entwickler zu finden und den dann in ein Projekt reinzukriegen. Ja. Finden ist ja schon mal ein Problem. Ja, kann ich mich selber drum kümmern, ich kann selber Jobanzeigen schalten, ich kann das auch auslagern, wenn man jetzt erstmal Jobanzeigen nimmt, zahlst du da auf den entsprechenden Jobportalen auch schon eine ganze Stange Geld, hast von es kommt darauf an, was du anbietest und wie du deine Jobanzeigen formulierst, aber es ist, rechne nicht damit, dass dir sofort alle Entwickler die Bude einrennen, nur weil du irgendwie Markenkekse und Kicker in deine Stellenanzeige reinschreibst. Das ist irgendwie so ein Standard und da ist es auch sehr, sehr schwer, gerade sich als kleiner Unternehmer wirklich so abzuheben und einen Kandidaten zu überzeugen, zu dir in eine Festanstellung zu wechseln, wenn du ein Freelancer aktuell noch bist, ist halt auch nicht ganz so einfach. Also da, wenn dann jemand irgendwie schon Familie und Kind hat, der wird da einfach das Risiko auch ein Stück weit scheuen. Also da ist halt einfach auch der Faktor, dass du dir da bewusst sein musst, dass rein über, wenn du dich selber drum kümmerst um diese Jobanzeigen, wird es eine ganze Stange Arbeit. Nicht umsonst können halt Jobvermittler ca. 30% vom Jahresbrutto halt verlangen, weil es einfach ja ein gewisser Aufwand ist und dann musst du eben damit rechnen, dass du mit den Kandidaten halt redest und halt irgendwie 5, 6, 7 Kandidaten hast, die halt irgendwie nicht passen oder die dann auch auf der anderen Seite sagen, nö, passt mir nicht. Also da gehört schon Überzeugungsarbeit dazu und dann musst du halt damit rechnen, die sind jetzt ja nicht 6 Kandidaten innerhalb von einer Woche, sondern es zieht sich halt dann wahrscheinlich wieder so ein paar Monate hin, die Suche. Und dann musst du damit rechnen, dass die Kandidaten unter Umständen, wenn dann einer doch irgendwann mal Ja sagt, auch eine Kündigungsfrist von einem Viertel bis einem halben Jahr haben. Das heißt, du kannst dann frühestens nach einem halben, dreiviertel Jahr mal damit rechnen, dass du einen Kandidaten hast, der dann zu dir passt und der dann zu dir kommt. So. Ja, klar. Also was auch viele unterschätzen, was ich auch selber unterschätzt habe, und die Erfahrung habe ich zum Beispiel auch ganz massiv in den letzten 12 Monaten gemacht, als ich auch ganz massiv Teambuilding betrieben habe, für mich selber und auch für Kunden, ist der Aufwand der Erstgespräche bezüglich Recruiting. Also man sagt immer so, das sind diese zwei Dinge, letztendlich, wenn du die beherrschst, dann kannst du skalieren. Das ist eine ist Kundengewinnung, das andere ist Mitarbeitergewinnung. Und ich würde fast sagen, und auch durchaus vergleichbar, Kaltakquise mit mehr oder weniger Erstgesprächen, also was Recruiting betrifft, ich würde fast sagen, vielleicht ist mir jetzt auch nur so vorgekommen, weil ich vielleicht irgendwie 30.000 Kaltakquise-Gespräche habe bezüglich Neukundengewinnung und vielleicht ein paar weniger bezüglich Mitarbeitergewinnung, aber es war fast anstrengender. Also letztendlich, du hast dann, wenn du massiv schaltest, hast du dann irgendwann mal 200, 300 oder vielleicht 400 Lebensläufe und bei vielen Lebensläufen, die sind nicht so optimal gestaltet und insbesondere, wenn sie dann, sagen wir mal, jetzt von nicht traditionell
Nicht-Inländern geschrieben sind, dann sind die teilweise, die könnten top sein, du weißt es aber nicht, weil einfach so wenig Inhalt ist in dem Lebenslauf, dass du quasi fast gezwungen bist, und ich hatte dann teilweise wirklich gute Leute, aber du bist fast gezwungen, das erste First Interview zu machen, ja, sei es jetzt per Telefon oder auch per Zoom. Und das dauert dann, selbst wenn du da, sagen wir mal, jetzt 10 Minuten nur ansetzt oder 15, dann dauert es manchmal doch länger, je nachdem welcher Sprache und so weiter. Also, wenn du da 3, 4, 5 Interviews am Tag dann hast, dann bist du quasi auch schon mit deiner Energie wieder, sagen wir mal, in gewisser Weise manchmal sogar am Limit. Ja, also es hat mir, muss ich sagen, es zieht fast mehr Energie als wie Neukundengewinnung. Und das unterschätzen halt viele. Und auch wenn du jetzt andere Leute beauftragst, so wie Headhunter, die nehmen dir das auch nicht komplett ab. Und ich weiß es aus einer Mastermind, wo ich jetzt 2 Jahre war, bezüglich, die machen nur Online-Recruiting, Social Media und so weiter. Und dort war ich mehr oder weniger so als Zuhörer, weil ich ja selber kein Social Media Recruiting anbiete. Aber es war super interessant und dort bieten dann letztendlich auch so Agenturen, die sich auf Social Media Recruiting spezialisiert haben, bieten dann letztendlich auch den nächsten Step noch selber mit an. Das heißt, im übertragenen Sinne, die Neukundengewinnung bieten sie noch mit an. Also die ganzen Leads, die du da zugeschüttet wirst oder Lebensläufe, sondern die Nachqualifizierung. Das heißt, das erste First Interview oder vielleicht sogar den ersten Call und das zweite, was auch immer, wie auch immer die Staffelung ist, so die ersten Interviews. Und du kannst dir eins sicher sein, dass die dafür mindestens eine gute vierstellige Summe mittlere im Monat dafür nehmen, das für dich zu tun, je nachdem, wie viele Lebensläufe und Interviews eben nötig sind. Also auch da nicht unterschätzen, was da so an Kostenblöcken auf dich zukommt, allein schon, um einfach Lebensläufe nachzuqualifizieren oder was, wie sagt man jetzt, Applications, Bewerber. Ja. So, das wollte ich jetzt einfach nochmal gesagt haben, weil es einfach super wichtig ist. Ja, also du hast mehr die Erfahrung gemacht, das praktisch selber abzuwickeln. Wir haben mit einer Agentur zusammengearbeitet, die gut ist, oder arbeiten immer noch mit der zusammen, die gut ist in dem Bereich und auch dieses Vorqualifizieren abnimmt. Wie gesagt, du zahlst halt dann tatsächlich dafür, bei uns Gott sei Dank nur, wenn du den Kandidaten dann auch wirklich einstellst. Hast halt aber dann in dem Fall schon einen gut fünfstelligen Betrag dann in deinem, das ist halt immer eine Frage, irgendwann kannst du dir dann einen eigenen HR leisten, der dir das dann auch macht. Mhm. Bei den Agenturen muss man auch noch irgendwie ein bisschen unterscheiden, da gibt's halt auch welche, wie wir das erste Mal gemacht haben, wir sind halt zu einer großen Agentur hingegangen, haben gesagt, hier, wir suchen jemanden. Man muss sich halt ein bisschen auch in diese Agentur reinversetzen. Die haben vielleicht einen Kunden, das ist ein großer Automobilkonzern, sage ich jetzt einfach mal, und die haben einen Kunden, das bist du. Der Automobilkonzern macht bei denen einen 7-stelligen Umsatz im Jahr, du machst bei denen vielleicht einen 5-stelligen vielleicht. Die werden die Top-Kandidaten, die bei denen sich bewerben, wenn die jetzt nicht explizit sagen, ich suche irgendwas Kleines, werden die jetzt nicht als erstes zu dir schicken, sondern eher vielleicht mal zu dem Kunden, der denen auch wirklich den guten Umsatz bringt, weil also da hatte ich bei manchen Agenturen das Gefühl, da kriegt, dass man halt so den Rest, den sie vorher nicht untergebracht haben, dann noch mitvermittelt kriegt, und dass die guten Kandidaten halt vorher woanders vorgestellt werden. Wie gesagt, außer der Kandidat sagt explizit, er will irgendwas Kleines, Startup-mäßiges machen, dann hast du doch eher eine Chance. Aber wer klammert da einen Automobilkonzern von vornherein schon aus oder einen anderen großen Konzern? Also das ist halt so die Sache. Und also da haben wir jetzt aber eine Agentur, mit der wir, da habe ich das Gefühl, da funktioniert es auch ein Stück weit. Genau, das war eben der Punkt mit dem Recruiting. Wie gesagt, du musst die Vorlaufzeit ja einplanen von dem Jahr, du musst die Kosten einplanen, 5-stellig ungefähr. Also, oder du hast eben die, steckst die entsprechende Zeit rein, die dürfte dann aber wahrscheinlich vom Gegenwert auch schon fast wieder so in diesem, im ähnlichen Bereich sein. Also praktisch Opportunitätskosten, ob du jetzt für den Kunden arbeitest und die Zeit in Rechnung stellst oder da halt der Vermittler dir das in Rechnung stellt, ist dann 30% vom Jahresbrutto. Ist schon gängiger. Kannst du es nochmal wiederholen, weil ich nicht mehr Mikro. Also fünfstellig, ja, für einen einzelnen Entwickler, also Senior, sagen wir mal jetzt, der auch was kann, wo du jetzt nicht sozusagen
auch zum Kunden, für den Kunden tatsächlich verwenden kannst, für ein Projekt, wo du dann letztendlich auch dann die Möglichkeit hast, eben daran zu verdienen. Ja, also wenn du jetzt 3-4 Werkstudenten, das hatte ich auch schon dieses Jahr einen Kunden, der hatte dann 7 Personen insgesamt und nur einen Senior. Ja, und der Rest waren irgendwie so Werkstudenten oder Freelancer oder so ein Potpourri aus Leuten, die noch gar nichts können oder ein bisschen was und so weiter. Und das ist natürlich dann auch viel schwieriger zu verkaufen, weil ja letztendlich jeder Junior oder Werkstudent wieder nur in Kombination mit einem Senior verkauft werden kann. Und wenn nur ein Senior da ist, dann brauchst du einen Freelancer. Das kann funktionieren, gibt es so wieder extra, haben wir extra ein Video in unserem Skalierungstraining drüber, wie du mit Freelancern skalierst, Vor- und Nachteile und so weiter. Aber letztendlich, das ist so mittlere fünfstellige Summe oder untere fünfstellige Summe, aber allein nur für Recruiting-Kosten, nur um überhaupt mal einen Senior-Entwickler dann in deiner Firma begrüßen zu dürfen, über den du dann skalieren kannst, dass du, also bis zu dem, in dem Moment hast du noch kein Geld, noch kein Euro mit dem verdient. Ja, also das nochmal hier ganz deutlich. Genau, ja. So, jetzt haben wir es irgendwie geschafft, uns einen Entwickler herzuziehen, den, wo wir eben auch guten Gewissens zum Kunden schicken können. Also das ist eben genau der Punkt, wo du gesagt hast, natürlich, wenn du jetzt dir einen Werkstudenten suchst oder einen Junior oder sowas, da ist es dann günstiger, da kommst du auch leichter an solche Kandidaten vielleicht dran, hast aber halt das Problem, dass du, wenn du damit zum Kunden gehst, im laufenden Projekt massiv mehr involviert bist und da halt auch wieder deine Skalierung, das kannst du auch nur zu einem gewissen Grad machen. Also du kannst vielleicht 2-3 Juniors, würde ich mal sagen, irgendwie aktiv betreuen. Mehr geht halt einfach zeitlich schon nicht. Und dann ist halt diese Skalierung hat halt da auch schon wieder einen Hebel. Und bis ein Junior praktisch zum einem Senior wird, den du dann so weiterschicken kannst, da gehen halt auch ein paar Jahre wahrscheinlich ins Land. Also wir haben beides irgendwie probiert oder wir machen auch beides. Es macht ja auch Sinn, praktisch sich den Nachwuchs ein Stück weit auch selber zu ziehen, aber rein nur die Nachwuchsentwicklung zu machen, dauert halt dann auch wieder zu lange. Also wir haben auch mit Seniors gearbeitet. Und also da sind wir auch happy, dass die auch beim Kunden sind und dem Kunden einen Nutzen bringen können, ohne dass ich da jeweils involviert bin. Also das ist, ich bin in der Akquise noch dabei und kümmere mich da ein Stück weit drum, aber letztendlich das Fulfillment, die Ausführung vom Projekt, das machen dann die Jungs praktisch für sich und da bin ich auch happy, weil das wirklich entlastet und das dann auch wirklich in diese Skalierung reingeht, wo du ja eigentlich hin willst. Also das funktioniert dann schon. Also es ist halt ein Overhead. Gut, wir haben jetzt erstmal den Entwickler. Jetzt brauchen wir ein Projekt dafür. Idealerweise hast du halt irgendwie schon ein Projekt an der Hand, wenn der Entwickler dann kommt. Das ist aber, würde ich jetzt auch nicht so als gegeben ansehen. Also du hast vielleicht Kunden, die dich gefragt haben, ob du denen noch helfen willst. Dann sagst du ja, dann gehst du auf die Suche nach Entwicklern. Gehst du auf die Suche nach Entwicklern, dann dauert es aber ein halbes Jahr und inzwischen ist bei deinem Kunden das Projekt schon wieder durch oder genau, du hast also dieses Balance-Spiel. Die hören mich nicht. Zeitliche Latenz, ja. In vielerlei Hinsicht ist das ein wichtiger Punkt, auch sozusagen, was du zum Beispiel in Neukundenakquise reinsteckst und wann dann letztendlich der Return Invest kommt, ja, die zeitliche Latenz. Ich habe viele meiner Kunden, von denen ich vor 2-3 Jahren Leads gemacht, also größere Kunden, die machen jetzt Projekte in siebenstelliger Höhe. Das war ursprünglich mal mein Kontakt, den ich, also im Erstkontakt Kaltakquise per Definition, ja, Oldschool, traditionelles Kaltakquise, Erstcall, wir kennen uns null. Und heute machen die siebenstellige Umsätze mit denen, große SAP, E-Shop-Projekte, Custom Experience, SAP und so weiter. 2-3 Jahre später arbeiten die noch zusammen und da gehen 2-3 Millionen Euro Beträge jährlich jetzt über die Bühne. Das ist vor 2-3 Jahren ist das entstanden. Ja? Und auch da wieder dieser Faktor zeitliche Latenz, also unfassbar wichtiger Punkt, sorry. Ja, also genau, eigentlich bist du da als Unternehmer immer nur am Rumjonglieren zwischen Ressourcen und zwischen Projekten. Du hast meistens hast du kein Projekt, aber deine Entwickler sitzen rum oder du hast keinen Entwickler, aber hast die Projektanfragen. Also das ist immer genau dieses Spiel. Und entweder du schaffst es halt, den schon bei einem Bestandskunden irgendwie unterzubringen, deine neue Kraft, oder du machst dich halt auf die Suche nach Neukunden. Das
Ist halt dann das Problem, gut, du kannst dann schon anfangen, wenn du, sag ich mal, einen Entwickler fix hast, dass du dann so langsam auf die Suche gehst. Funktioniert halt auch nur bedingt, weil oft die Kunden halt dann den Entwickler auch kennenlernen wollen. Wenn, also gerade wenn du dann mit 2, 3 Leuten da reingehst, dann wollen die den halt auch schon vorher mal sehen. Dann kommt es irgendwie blöd, wenn du deinen neuen Mitarbeiter schon mal irgendwie vorher fragst, ob der in irgendwelchen Gesprächen damit dabei sein kann, wenn er noch beim alten Arbeitgeber sitzt. Wenn du dann wartest, bis der Entwickler endlich mal bei dir ist und für dich arbeitet, dann dauert es aber, bis der Kunde sich wieder entscheidet, 2, 3 Monate oder so. Und da hast du halt... Sorry, da muss ich aber nochmal reingrätschen, weil ich hatte auch ein paar Kunden in den letzten Jahren immer wieder, die meinten, ja... Oder auch Anfragen, die dann nicht meine Kunden wurden, weil es einfach nicht funktioniert hat oder nicht gepasst hat, die sagten, okay, wir sind jetzt hier, also quasi zwei Leute in Deutschland oder vielleicht noch ein Freelancer oder ein Werkstudent oder irgendwas, also wir sind auch so Low-Budget unterwegs, also Gründer-Style, ja, machen Entwicklung, haben da irgendwie ein paar